Herr Erzbischof, Sie haben nochmal gesagt, Ihre Aufgabe als Sonderbeauftragter für die Flüchtlingshilfe ist es nicht, vor Ort konkret Probleme zu lösen, sondern die Arbeit der Kirche zu koordinieren. Was haben jetzt Ihre Mitbrüder Ihnen aus den Diözesen erzählt von der Flüchtlingshilfe? Wie haben Sie das aufgenommen? Wir haben uns natürlich in der Beschäftigung mit den Leitsätzen für die Flüchtlingsarbeit über die konkreten Situationen in den 27 Diözesen, aber auch im Caritas-Bereich, in den Caritas-Verbänden dieser Diözesen unterhalten, im Bildungsbereich. Im Grunde genommen haben die Mitbrüder mich sehr bestärkt in den Leitsätzen, die wir schon mit Fachleuten vorüberlegt hatten. Also da bin ich sehr dankbar, dass das auf diesem Weg gewachsen ist und wirklich Praktiker die Dinge formuliert haben, die jetzt von uns Bischöfen verabschiedet werden sollen und dann sozusagen an alle deutschen Diözesen und an alle Gemeinden weitergegeben werden sollen, damit die nochmal so eine Selbstvergewisserung haben, aber damit wir auch nach außen hin ein Zeichen setzen können, worum es uns als Kirche jetzt in dieser Situation besonders geht. Sind Sie also zufrieden mit den Beratungen, die diese Tage stattgefunden haben, zu den Leitsätzen? Bringt das die kirchliche Flüchtlingshilfe voran? Also ein Papier ist immer nur so gut, wie es gelebt wird. Ja, also das Papier an sich wird jetzt nicht einfach die Diözesen dynamisieren. Aber von dem, was wir heute hier so gehört haben, gerade auch von der Caritas-Direktorin aus Berlin, und das ist in vielen Diözesen ja ähnlich, geht, um mal ein Wort von Roman Herzog zu gebrauchen, ein Ruck durch die Gemeinden. Ich habe den Eindruck, dass viele Gemeinden geradezu verlebendigt werden. Einer sprach dann von Kirchenentwicklung durch die Arbeit mit Flüchtlingen. Könnte ja sein, dass das den karitativen Bereich noch mal sehr viel stärker verlebendigt, als er bisher war. Insofern bin ich zufrieden und ich habe gerade heute vom Studientag auch den Eindruck, dass das noch mal auch emotional viele angesprochen hat. Wir haben ja den Erzbischof von Montenegro, heißt der Kardinal Montenegro, ab von Lampedusa, also aus dem südlichen Italien, da gehabt, der auf sehr persönliche Art und Weise von dem gesprochen hat, was in seinem Bistum los ist. Wir haben über Berlin gesprochen, wir haben einen Migrationsforscher da gehabt, wir haben Politiker da gehabt, also von verschiedenen Seiten das Thema beleuchtet und von daher war es sehr lebendig. Es klingt so, als würden Sie mit sehr großer Zuversicht an die Zukunft der kirchlichen Flüchtlingshilfe rangehen. Ja, das glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen. Es sind ja schon 100.000 Menschen aktiv. 5.000 Menschen sind hauptamtlich aktiv. Also das ist eine ganz breite Welle, die in unserem Land, in unseren Kirchengemeinden im Gang ist. Und dazu natürlich noch die evangelischen Gemeinden, die darf man ja auch nicht vergessen. Sodass ich die berechtigte Hoffnung habe, dass das Engagement bis heute ungebrochen positiv weitergeht.